Hallo und herzlich willkommen hier am LS22 im Singleplayer auf der Elbpal. Ja, unsere Ballenpresse hat ja ein bisschen Vorsprung bekommen. Seit der letzten Folge sozusagen, oder seit gestern. Bin ja dran, ein bisschen Ballen einzusammeln. Ist natürlich alles noch Gras, was wir hier drauf haben. Ich werde auch den Anhänger voll machen und wir schmeißen auch nicht den ganzen Anhänger und Fermenter rein. Drüben sehen wir schon, ist einmal noch der Grasmäher fertig geworden. Er war eben noch nicht fertig. Gut. Also, jedenfalls, wie ich geguckt habe, der muss gerade erst fertig geworden sein. Und der andere ist natürlich unser Flug, der fertig ist. Aber wir sammeln erstmal eine Ladung ein, dass wir ihn zum Hof schicken können. Holen wir uns mal hier hinten noch die Zweier. Na, na, na. So, 7 Stück brauchen wir noch. Am besten die zwei. Zack. Und dann einmal hier lang. Und dann stellen wir ihn einfach hier auf die Straße. Am besten nicht auf die Schienen, ne? Nicht, dass hier ein Zug kommt. Und schicken ihn mal einfach, nicht, dass es automatisch reinhaut, hier hoch parken. Müssen wir dann zwar kurz woanders hinfahren, aber hier Werkstatt parken, dahin schicken wir einfach mal. So, genau, er ist fertig, 71, dann gibt es wieder Geld. Das holen wir auch gleich mal ab, 53.000. Das brauchen wir immer, ne? So, 36 oder 65, wir fahren gleich zur 65, würde ich sagen, ne? Ist was Interessantes hinzugekommen? Naja, nicht. 61 ist nicht ganz uninteressant, wir fahren erstmal zur 65. Also alle nehmen wir nicht unbedingt an. Aber, genau, wir fahren erstmal zur 65. Das ist so das Nächste. Wir haben hier dann immer noch zwei über, ne? Tanken müssen wir noch nicht, würde ich sagen. Das müsste alles noch so funktionieren. So, genau, er ist fertig und damit müssen wir auf Feld 12. Da schickt man hin. Und da werden wir dann dort das mähen. Das muss dann alles eingewickelt werden, ne? Da ist natürlich klar, da habe ich jetzt überhaupt nicht dran gedacht. Wir behalten ja dort auch Ballen übrig. Da haben wir ja eigentlich sofort Silageballen, oder? Da müssen wir ja noch nicht mal unser Fermenter bemühen, oder? Ja, wie viel wird dort übrig bleiben, Feld 12? Feld 12 ist nicht allzu groß, ne? Naja. Hm. 5-6 Ballen mehr werden nicht übrig bleiben. 5-6 Ballen sprechen schon 50.000 Liter, ne? 50-60.000 Liter, denke ich mal, wäre wieder nicht. Achso, sehen wir doch, wie viel müssen wir abgeben? Warum musst du gucken? Auch doch bloß zu gucken, wenn wir bloß Details einschalten, dann müssen wir doch eigentlich sehen, was er meint, was übrig bleibt. Erlös für die Ernte 7.196, 350.000 sollen wir abgeben. 7.000 soll übrig bleiben an Geld. Wie viele Liter ist er da? Der meint, nee, das passt ja, glaube ich, nicht, oder? Nee, das passt nicht. Gut, müssen wir sehen. Wir schmeißen trotzdem einen Teil im Fermenter rein und tun das verarbeiten. Ach, der LKW hängt. Meister, los! Also warum er sich jetzt so einknickt noch? Dann erstmal ja geradeaus vorfahren.
glaube, das ist ein bisschen schwach auf der Brust, oder? Wir haben jetzt 72.000 Liter drin. Nee, der wird da nicht fortkommen. 72% drin. Wir werden das jetzt anders machen. Das hat man, glaube ich, schon in der Freitagsfolge gesagt, dass wir ihn eigentlich umstellen wollen, dass er immer hier nach einmal entladen abhaut. Ne? Das ist, glaube ich, so die beste Lösung. So, den stellen wir erstmal ein. Ach, da steht eine Kurvengeschwindigkeit hier, 70%. Hier stellen wir auch mal auf mal 70. Ich denke mal, dass er so viel kriegt. So, er war angekommen. Ist natürlich die Frage, was wir mit den Ballen machen. Schmeißen wir die Ballen hier vorne ins Lager oder stellen wir sie hinten bloß hin? Ich bin ja fast vor hier hinten abstellen. Gehen hier irgendwelche Kurse lang? Nö. Stellen wir hier hinten hin. Den Teil nehmen wir ja nochmal mit jetzt von den hier. So, das sind 9, 12, 15, die reichen eigentlich. Wie gesagt, hier müssen wir ja bloß über die Zeit kommen, bis die anderen vergoren sind. Und wir kriegen ja ein paar Verkorene noch dazu, ne? Ja, durch die Mission. Oh, Feld 12, schon da. Mann, da steht ja wieder voll eine Laterne im Weg. Gar nicht gesehen hier. Auch angekommen. Oh, alle da. So, was ist jetzt der Vermender? Ich würde sagen, da steht Vermender dran. Den nehmen wir. Können wir auf der Plattform abladen? Ja, oder? Ups, davor gefahren. Nimmt er nicht. Toll. Wenn ich jetzt aufladen drücke, fliegen sie wohl sonst wohin. So, das nimmt er natürlich, weil es ist ja noch Gras. Zwar schade, dass es eingewickelt ist, aber ist halt so. So, wenn, dann brauchen wir ja eh bloß Strom, würde ich sagen. Oder glaube ich jedenfalls, genau. Und dann kann er erstmal eine Weile arbeiten. Und so ziemlich genau 11 Stunden, wenn er Strom bekommt. Und den kriegt er aber erst in einer Dreiviertelstunde. Wir lassen es angeschalten. Also in der Folge startet er noch nicht mal mehr. Ne? So, er fährt hier zurück zur 54. Derzeit können wir uns um die anderen zwei hier kümmern. Was ist mit dem Zeug passiert hier? Ach, das ist verfaulter Kohl. So, wir machen ja erst die Bahnen, also wollen wir hier enden. Wenn
hier einmal der raus. Generieren. Einstellung stimmt, würde ich sagen. Erster Wegpunkt. Und dann speichern wir das Ganze noch unter 65 so rum. Hätte beinahe gesagt 64, aber ist ja 65. So, 9 Meter. Feld 65. Boah, ich bin schon... Mann. Schreibt denn das jetzt nicht? 9,0 Meter. Geht doch. Ich glaube, euch mal stört hier meine... Also es ist eine schnurlose Tastatur, ne? Kurz speichern. Geht nicht. Weiß nicht, warum das wieder jetzt nicht schreibt hier. Irgendwas stört aktuell. So rum wird's richtig. Modus ändern. Zack. Eintrag löschen. Ach so rum. Zack. Ja. Modus ändern. Genau. Passt alles. So, er dampft schon los hier. So, und hier machen wir eigentlich genau dasselbe. Also ist die Frage, ob wir es jetzt hier auch mit 4 Metern machen, ob wir es hier bloß mit 3 Metern machen, weil das ja Mission ist. Ne? Aber das ziehen wir mit der Presse rein. Die Presse hat genug Einzug nach rechts und links. Das machen wir hier genauso. Also der Kurs raus und einfach nur einen neuen Kurs generieren mit den gleichen Einstellungen. Und erster Wegpunkt. Und das Ganze speichern wir jetzt unter Feld 12 ins Gras. Und Gras dahinter. Ja, das kriegt man schon hin. Wenn nicht, ist es Pech, ne? Dann ist Ernteverlust. Ja, man merkt, sind bloß 5 PS übrig, ne? Für einen Trecker geht schon. Geht schon, schafft das schon. So, er sucht sich heute Abfahrer. Oder erst am Hof. Da müsste man ja fast den zweiten Abfahrer haben. Aber das ist momentan nicht drin. Das sind nicht wenige Ballen, oder? Aber ist auch gut so, wir wollen ja welche verkaufen. Silage. Oder wir müssen welche verkaufen. Leider. Ich meine, jetzt im Oktober Richtung November werden wir vielleicht noch die eine oder andere Mission haben. Aber dann im Winter gibt es einfach keine. Aber dann kann im Januar oder Dezember, Januar kann Silage verkauft werden. Und natürlich Getreide. Ne? Das ist eigentlich... Kommt uns das entgegen, weil wir brauchen jeden Tag eine Einnahme hier.
So, nochmal 42 mal 9. Ne? Also knapp 400.000. Kann da leider kein Abstellender als Abbauer. Nehmen wir gleich hier die hintere Zufahrt. Ah, bin ich jetzt nah rangefahren. Naja, gut. Fahren wir ein Stück weiter vor, stellen wir es hier vorne ab. So, da kann er zurück. Das läuft hier. Wollte mal gucken, eine Stunde will er noch brauchen. Okay. Oder knapp eine Stunde. Sieht schon recht gut aus. Hier zweites Vorgewende gleich fertig. Schick, schick. So, er wurde abgebunkert. Und er ist jetzt an der Dampfbahn ab. Naja, gut, aber er hat hier schon wieder, naja, 16% drin. Ne? Das hat schon ganz schön alles Schieflage hier, ne? Na, mal gucken, ob irgendwann umliegt. Mir hatte jemand auch schon geschrieben, dass seine LKWs teilweise bei manchen Feldern mein Abfahren umfallen. Der kommt nicht hier hoch, das gibt's nicht. Wow, wow, wow. Tja, das ist Standard-LKW mit Standard-Anhänger. Ne? Schade, dass sie es dann hier nicht hochschaffen.
Ui! Das habe ich ja überhaupt nicht gesehen, dass hier Felsen ist. Ja, jetzt müssen wir durch, wir können ja nicht mehr zurück. Na klar, er schiebt uns auch noch. Mann, Mann, Mann. Oh ja, Differentialsperre reinmachen. Ja, ihn können wir dann auch gleich zu Feld 12 schicken hier. Für den Rest noch mit wegsammeln. Gut, es wird auch keinen Ballen mehr. Das ist aber nicht so schlimm. Weil wie gesagt, wir werden ja da oben Feld 12 weitermachen. Wir machen auch Folgendes. Wir schicken ihn Feld 12. Und er kriegt auch gleich den Kurs von Feld 12. Erster Wegpunkt mit, mit Übergabe. Plus die Ballen müssen wir auch erst zum Hof schaffen. Weil, wie gesagt, das sind ja Grasballen, das sind ja nicht vergorene Laschballen. So, da hat man das erste Grasfeld eingewickelt, ne? Thank you.
Da fährt das Erdbruchsilo so rum an, okay. Also wir bräuchten dort irgendwie noch einen zweiten Abfahrer. Da steht ja schon wieder der Roder, ne? Jetzt habe ich es auf Anhänger abgeladen. Ja, das klingt gerade nochmal gut. So, hier fällt 12. Da müssen wir mal kurz gucken. Wir machen ja in die Ballen. ...1,80er sind 7.500 Liter, genau. So, und wir müssen abgeben. ...350.000. Ballen, wir kriegen 42 transportiert, ne? Aber das ist nicht so schlimm. Unten ist natürlich noch kein Fortschritt, das ist klar, weil wir machen das ja erst mit unser Silo. Fahren sie mit dem Zug. Na, fängt er sofort an, das passt. Er kriegt auch den Rand weg, so wie es aussieht, ja. Das sieht gut aus. So, nach unseren Feldern haben wir überhaupt noch nicht geguckt, aber das ist ja eigentlich klar. Die einen brauchen eine Spritze. Die 54 brauchen natürlich wieder Dünger und Kalk. Ne? Und alles andere ist eigentlich so weit im grünen Bereich. Ne? Ach, die sind wir dort, diese schönen Sonnenblumen. Waren das nicht Sonnenblumen? Ja. Schade. Auch das wird noch erntereif nächsten Monat. Aber da bräuchte man noch ein anderes Schneidwerk, ne? Gewissen Reiz hätte es schon. Ich meine, das Geld, denke ich mal, kann man zusammenkriegen. Oh ja, hier geht es auch ein bisschen berghoch. Auch gut, aber der Uhrzeigersinn kommt, er kommt ja runtergefahren. ...65.000 plus Bodengarten natürlich, ne? Aber da können wir dann vielleicht morgen der Folge mal drüber nachdenken, ne? Also ich sage mal vielen Dank fürs Einschalten, morgen hier zum Montag machen wir 16 Uhr weiter, allen natürlich noch einen schönen Sonntag, bis dahin und tschüss.